Einen wunderschönen guten Tag, YouTube, und hier ist mal wieder euer Fabian mit einem Battlefield Bad Company 2 Live Commentary. Yeah! So, dann fangen wir mal direkt an. Gehen wir direkt in den Serverbrowser suchen. So, ja, ich wollte erst Battlefield 3 auf dem Computer, habe ich mir auch gekauft. Aber dann habe ich Battlefield Bad Company 2 ganz günstig bekommen und. Ja, Battlefield 3 sieht man immer und Battlefield Bad Company 2 leider nicht. Ich meine, ich bin zwar erst Level 1, yeah, aber naja, hab zwar hat gar nichts freigeschaltet, ne, aber mit den Standardwaffen werde ich heute versuchen, etwas zu reißen. So, ja, Rush, ne, habe ich eingestellt. Server, der nicht voll ist, aber auch nicht leer ist. Guten Ping. Ja, nehmen wir mal den hier. Portwald ist. Ah, Beitritt. So, ja. Möchte ich. Also nicht wundern, wenn ich manchmal mit der Steuerung noch so ein bisschen durcheinander komme. Ich meine, ich spiele zwar gerne Shooter auf dem Computer, aber jetzt sag ich mal so, der erste Battlefield-Shooter wieder so auf dem Computer. Kann man ja gar nicht mit Call of Duty vergleichen, ne? Also, egal, ihr kennt's. Ihr kennt die Unterschiede. So. Ladebalken. Beziehungsweise Ladedrehanimation. So. Komm, guck. Ja, ich spiele mit Pionier. Ab ins Gefecht. YouTube raus, ey. Nein. So. Ich darf, wenn du schießt, wenn ich den Gegner 100% nicht drin habe, weil die Waffe hat nur 20 Schuss. Nicht wundern, hö, wieso legt er sich denn jetzt nicht hin? Ja, gut, fail, aber man kann sich in dem Spiel nicht hinlegen, für die Leute, die das Spiel mal so gar nicht kennen. Ach, Rang 50, ja, ich denke mal, der ist Maximallevel. Oh, ein Panzer. Yeah, hab ich Glück gehabt. Da wirklich in die Außenansicht. Ne, das ist. Ah, C. Ich habe nämlich nichts umgestellt, also standardweise C, die Außenansicht für den Computer. Cool. Auf der Reihe. Ich glaube, Spot noch öffnen. Ne? Ja, yeah, viele waren da drin, ey. Boah, das macht Spaß. Yeah. Kommt noch ein Panzer. Muss aufpassen, weil ich habe schon zwei, drei Runden gespielt und da ist mir voll aufgefallen, dass die Panzer hier richtig schnell kaputt gehen. Wow, wow, wow. Stimmt doch. Hab ich den jetzt gekillt? Ja, nice. Ja gut, mein Fahrzeug ist kaputt. Und ich bin auch fast tot. Also nicht wundern, hier gibt es auch keine Lebensanzeige. War da gerade das Pfeil vom Gegner. Sondern so ein Bloodscreen, ne? Also. Wenn man getroffen wird. Oh fuck. Wird denn der Bildschirm immer blutiger und blutiger? Ich weiß es nicht, wie das mit der Regeneration aussieht. Ist getroffen? Gibt es einen Hitmarker? Nein. Die gehen da unten lang. Was ist denn das für ein Pfeil? Ach, da war auch einer. Das war im Fahrzeug oder so. Ich kenne mich hier leider nicht so aus, ey. Schade. Ja, er kommt noch.
Oh, ich hab's gewusst, hier zu stehen, die Scheiße, weil. Direkt auf dem offenen Feld. Sniper und die ganzen Leute hier. Nur darauf warten, auf Leute, die am Rand entlang laufen. Ja. Scheiße. Das brauche ich mal hier vorne. Die warten auch nur auf den Helikopter wahrscheinlich, ne? Hafenhelikopter. Wow. Hä, kein Hitmarker? Ja. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, oder? Ah, das Teil ist schon kaputt. Oh, die hat nur 20 Schuss, ne? Das regt so auf. 20 Schuss ist mal gar nichts, ey. Ach, das muss ich noch nachladen. Okay, da kann man nicht rein. Was man vielleicht erwähnen könnte, ist, dass ich nächste Woche oder so mal ein paar Videos von Minecraft Multiplayer zeigen werde, weil ich habe nämlich einen Bucket-Server erstellt und da spiele ich seit ein paar Tagen mit einem Kumpel drauf und ja, die Welt ist, ja, wir sind schon recht weit, haben Getreideerntemaschine mit Kürbis, mit Wassermelonen meine ich, dann noch mit Zuckerrohr und ganz viele Sachen gebaut. Zwei verschiedene Welten durch ein Portal verbunden, also es macht echt Spaß. Scheiße, zu tief. Oh fuck. Da war einer. Ah, alle paar Sekunden nur zwei, drei Schüsse, jetzt geht auf. Ich fahr jetzt mal ein Stück nach hinten, dann repariere ich mich mal selber. Bohrmaschine! Fuck, fuck. Das reicht. Von wo wurde ich denn beschossen? Fuck. Ja. Das war ganz schön knapp. Oh, los, kleine Bohrmaschine oder Akkuschrauber, ja. Kleine Akkuschrauber. Cool, ey. Hinter mir ist einer. Okay. So. Jetzt geht's. Also, als Infanterie mit dem RPG oder so kann man relativ schnell die. Jetzt ruft mich einer an, Skype, okay. Kann man relativ schnell die Fahrzeuge kaputt machen. Wer ruft denn an? Aha, aha. Ah, cool. Hallo, Marius. Du bist gerade live. Hallo. Und mein Team hat gewonnen. Ja. Yeah. Zockst du schon wieder oder zockst du noch? Ich zock immer noch. Ja, das war's mal wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Fabian. Ciao.